Frankreichs Ministerpräsident Édouard Philippe hat Gewerkschaftsvertreter empfangen, um eine Lösung im Streit um die Rentenreform zu finden und die wochenlangen Streiks zu beenden. Thema war vor allem eine Konferenz zur dauerhaften Finanzierung des Rentensystems. Ohne Reform würde Frankreichs Rentensystem offiziellen Prognosen vom November 2019 zufolge von einer nahezu ausgeglichenen Situation im Jahr 2017 auf ein Defizit von bis zu 0,7% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2025 zusteuern. Diese Prognosen gehen von 1,3% Wirtschaftswachstum in Frankreich aus. Nach diesem Szenario würden dann bis zu 6,8 Milliarden Euro fehlen. In seiner Neujahrsansprache hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, dem Druck der Straße nicht nachzugeben und davor gewarnt, Verrat an unseren Kindern zu begehen. Wie man das löst? Hier sind Regierung und Gewerkschaften unterschiedlicher Meinung. Die Regierung hat zwei Gesetzentwürfe an die Sozialversicherungskassen geschickt. Die wichtigsten Maßnahmen wären demnach ein universelles System mit der Verpflichtung, das finanzielle Gleichgewicht dieses zukünftigen Systems von 2022 an zu gewährleisten, und ein Regelrentenalter von 64 Jahren, heißt weniger Rente, wenn man vor 64 aufhört zu arbeiten. Viele erwarten einen Rückzug dieser Maßnahme, um einen Kompromiss möglich zu machen. Am Donnerstag hatten nochmal 450.000 Demonstranten in ganz Frankreich Druck auf die Regierung gemacht. Eine mittlere Mobilisierung verglichen mit Dezember. Ein Gewerkschafter? Klar haben wir den Ministerpräsidenten gebeten, das Regelrentenalter fallen zu lassen. Wenn dies in den nächsten Tagen oder Stunden so kommt, kommt ein Kompromiss in Reichweite. Weitere wichtige Maßnahmen laut Gesetzentwurf, mehr Lohn für Lehrer und Forschungsmitarbeiter und mindestens 1.000 Euro Rente ab 2022 für diejenigen, die die erforderlichen Arbeitsjahre vorweisen können. Eine harte Nuss. Die reformistischen Gewerkschaften wollen mehr erreichen für die, die körperlich hart arbeiten und beim Regelrentenalter. Und die CGT, eine der wichtigsten französischen Gewerkschaften, ist nach wie vor voll und ganz gegen die gesamte Reform.